Wir haben eine Nutzeranfrage zu zwei Handschriften der UB Leipzig bekommen von einer Forscherin aus Basel, die interessiert sich für Birgitta von Schweden-Texte. Die interessiert sich für die Digitalisierung zweier Bände, genau aus dem Bestand der UB Leipzig. Das sind jeweils zwei mittelalterliche Handschriften. Die UB verwahrt 3000 mittelalterliche Textzeugen. Davon sind 2300 eben solche Bände, solche Vollhandschriften und 700 sind fragmentarisch erhalten. Wir haben hier eine Handschrift aus dem 15. Jahrhundert und die Handschrift ist total gut erhalten und digitalisierbar. Bei der zweiten Handschrift würde ich schon von vornherein sagen, dass ich die sofort der Restaurierung übergebe und um Rat frage, da hier die Schadensbilder so eklatant sind, dass sogar ein Herausziehen aus dem Schuber wahrscheinlich nur mit Schaden und Verlust verbunden wäre. Hier würde ich den Kolleginnen und Kollegen der Restaurierung einfach die Entscheidung überlassen, ob das Stück digitalisierbar ist. Wir sind jetzt im zweiten Schritt des Digitalisierungs-Workflows für mittelalterliche Handschrift. Bei dem versuchen wir halt, die Handschrift von vorne bis hinten durchzublättern. Wir checken hier einmal die Folierung, das heißt die Blattzählung, einfach, ob die für den Nutzer verständlich ist. Und zum anderen schauen wir dabei, ob sich eventuell restauratorische Auffälligkeiten ergeben. Ja, ich fange jetzt einfach mal an, das von vorne nach hinten durchzublättern und zu gucken, ob die Blattzählung stimmt. Das Problem bei dieser Blattzählung ist, dass die ganz häufig im 19. Jahrhundert angefertigt wurde von Bibliothekaren, die unter hohem Zeitdruck standen. Und deswegen ist die gerade bei uns häufig fehlerhaft. Jetzt ist hier ein Riss unten am unteren Blattrand. Den würde ich jetzt mal für die Restaurierung notieren. Ja. Genau, okay. Da muss die Restaurierung gucken, ob sie den vielleicht sichern, damit die Handschrift beim Digitalisieren und beim strapaziösen Ansaugvorgang in der Digitalisierung nicht noch weiter kaputt geht. Also auch wenn ich jetzt mitten im Blättern bin, zeige ich euch natürlich erstmal, wie wir den Weißabgleich machen. Also mit einem Color-Checker, der sozusagen zwei Graufelder hat und davon einmal ein helleres und ein dunkleres. Das dunklere ist sozusagen für die Belichtungsmessung und das hellere ist dann im Endeffekt für den Weißabgleich enorm grau. Dazu machen wir immer noch Aufnahmen auch zusammen mit einer Farbreferenz, sind einfach eine Anzahl an Farbfeldern drauf, dazu dann halt noch eine Millimeterskala, damit man im Nachhinein sozusagen online auch nachvollziehen kann, welche Größe eigentlich die Seiten haben, die Schrift und ähnliches. Und dann lösen wir per Fußpedal aus, heben die Seite wieder an, die hier von einem Saugarm angesaugt wird. Dann legen wir den Stoff über die Seite, positionieren ihn so, dass die Falz schön abgedeckt ist, nehmen die nächste Seite, fassen natürlich nirgends auf die Schrift, gucken, dass dieser kleine rote Punkt, den man hier vielleicht bei euch erkennt gerade, dass der möglichst auf der Seite liegt. Das ist manchmal nicht so gut zu erkennen, aber der zeigt mir, dass ich sozusagen mit der Seite im gleichbleibenden Abstand zum Kameraobjektiv bin und sich so die Schärfe und auch der Ausschnitt des Bildes im Endeffekt nicht verändert. Der abschließende Schritt unseres Digitalisierungsworkflows ist jetzt die Qualitätssicherung, die darin besteht, dass wir nochmal die Digitalisate, die von dem jeweiligen Objekt gemacht wurden, mit dem Original abgleichen, um zu gucken, ob irgendwelche Seiten vergessen wurden, irgendwelche dupliziert fotografiert wurden oder ob irgendwelche Finger im Bild, Fäden, Staub, was auch immer sich auf den Fotos findet. Dann muss das nämlich nochmal korrigiert werden. Und es läuft einfach so ab, dass man die Handschrift öffnet und dann eben mit dem ersten Blatt anfängt und das Original mit dem Foto abgleicht und das einfach dann nochmal durchblättert und durchklickt. Nachdem wir jetzt also überprüft haben und festgestellt haben, dass alle Bilder vollständig sind und auf den Bildern keine Finger oder Fäden oder Staub oder so zu sehen ist, können wir jetzt anfangen, eine Präsentation für diese Handschrift zu erstellen. Und dafür haben wir eben zwei Systeme. Eins, mit dem wir arbeiten und eins, über den es dann eben gezeigt wird. Und da ja eine mittelalterliche Handschrift prinzipiell kein eigenes Inhaltsverzeichnis hat, sondern eben einfach nur die Texte in dem Buchblock enthalten sind, weiß man als Nutzer oder Nutzerin eben erstmal nicht, was in diesem Buch enthalten ist. Und wir erstellen eben ein Inhaltsverzeichnis, wodurch diese Handschrift dann strukturiert dargestellt wird. Das sieht man hier links in dem Bearbeitungsprogramm. Da werden eben verschiedene Texte mit Namen eben angelegt und eben die Metadaten der Handschrift. Also das bedeutet, von wann ist das Buch, wie hoch, wie breit, der Titel, den man sich dafür überlegt. Und in dem Präsentationsprogramm sieht man das eben, dann eben alles etwas schicker abgebildet. Auch wieder links der Strukturbaum, also das Inhaltsverzeichnis, was wir erstellt haben. Und in diesem Infokasten dann eben die Abmessung der Handschrift, wie viele Blätter sind da drin erhalten, von wann ist das, wo wurde das geschrieben, wenn man es weiß, etc.